Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein kleines Tutorial zeigen, denn einige fragen sich bestimmt immer noch, wie kann ich eigentlich Custom Content entfernen, wenn ich ganz viel installiert habe und einfach nicht mehr weiß, wie die Datei vielleicht heißt. Und das zeige ich euch jetzt. Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt erstmal die, die halt schon relativ einfach ist. Ihr braucht erstmal einen Sim, der gar keinen Custom Content an sich hat. Am besten geht ihr halt in die Galerie und nimmt einfach dort irgendeinen Sim, packt ihn dann hier rein, damit da halt gar kein Custom Content genutzt wird. Das ist sehr wichtig, okay? Das ist dann auch einfacher. Ich zeige euch dann auch genau, wie es geht. Ich habe nämlich ein Oberteil und eine Hose, die ich aussortieren möchte, denn die Sachen funktionieren nicht. Und zwar einmal das hier, was ich sehr schade finde, weil ich habe das eigentlich mal benutzt und eigentlich hat das mal funktioniert. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert, aber ich muss es jetzt leider akzeptieren. Ich werde es auf jeden Fall rauswerfen, weil ich meine, so will ich das nicht nutzen. Und ich hatte hier irgendwie eine Hose, die nicht funktioniert hat. Die möchte ich auch gerne rauswerfen. Die hier, die funktioniert auch nicht. So. Mehr Teile habe ich jetzt zurzeit nicht, die ich rauswerfen möchte, sonst möchte ich alles behalten. Ihr könnt natürlich auch Sachen, also nicht nur Sachen, ihr könnt natürlich alles nehmen. Also auch Sachen, die ihr vielleicht einfach nicht mehr schön findet. Das passiert ja auch ganz oft, dass ihr Sachen vielleicht vor einiger Zeit gedownloadet habt und ihr denkt euch so, das sieht aber einfach nicht mehr schön aus oder ich nutze das nie und ich möchte das deswegen raustun. Ihr könnt natürlich alles nehmen. Ich habe jetzt gerade nur Sachen, die ich einfach nicht mehr haben möchte, weil sie einfach nicht funktionieren. Als nächstes speichert ihr den Haushalt ab. Am besten nennt ihr den irgendwie aussortieren vom CC oder so. Ich nenne es CC aussortieren. So, und dann speichert ihr das einfach ab und dann schließen wir das Spiel erstmal. Als nächstes braucht ihr ein Programm. Ich werde euch die Seite dazu verlinken, weil, also das Programm ist halt schon ziemlich wichtig. Das ist halt die erste Methode, die ich euch zeigen möchte. Das ist nämlich der Sims 4 Tray Importer. Ja, es gibt noch ein Programm, womit man das auch machen könnte. Das zeige ich euch aber danach. Wenn ihr den Tray Importer öffnet, dann sieht das erstmal so aus. Und dann müsst ihr einfach das, was ihr halt erstellt habt, wo halt der CC ist, den ihr nicht mehr möchtet, müsst ihr einfach dann da drauf drücken. Seht ihr ja, dass das das ist. Und dann drückt ihr auf CC. Und dann sieht man hier, welchen CC sie drauf hat. Hier sieht man zum Beispiel meine Default-Augen auch. Die möchte ich natürlich behalten. Aber hier ist die Jacke, die ich nicht mehr möchte. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Man kann erstmal gucken, ob man das auf Google nochmal findet und ob man da irgendwie was Spezielles braucht. Oder irgendwas, oder ob es ein Update dazu gibt. Wenn man dazu nichts findet, dann würde ich einfach sagen, zeige beinhalteten Ordner. Kommt ihr halt zum Ordner und dann löscht ihr das einfach ganz normal. Ich möchte das ja nicht mehr haben, weil es war ja ein Recolor vom Spiel selber und deswegen glaube ich einfach nicht, dass da jetzt irgendwas großartig geändert werden konnte. Deswegen akzeptiere ich das jetzt einfach mal, dass es nicht mehr im Spiel ist. Ich werde es überleben. Das macht ihr halt mit allen Teilen, die ihr da habt. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Outfits dann öffnen. Ihr könnt halt für jedes Outfit, also zum Beispiel für Alltagskleidung, 5 Outfits erstellen mit Sachen, die ihr nicht mehr haben wollt. Dann Abendkleidung, 5 Sachen und so weiter und so fort. Bis ihr alles voll habt, bis ihr alles habt, was ihr halt nicht mehr haben möchtet. So, das möchte ich auch nicht mehr haben und dann lösche ich das auch einfach raus. So, und dann bin ich erstmal zufrieden damit. Dann die andere Methode wäre mit Sims 4 Studio. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt, als wir Custom Content erstellt haben. Das ist auch das Programm, mit dem man halt Custom Content erstellt. Deswegen, ja, also das ist dazu halt auch gut. Also ich verlinke euch diese Seite natürlich auch. Und ihr müsst euch, glaube ich, einen Account erstellen, um das zu downloaden. Aber das dauert nicht lange, das ist auch nicht schlimm. Dann müsst ihr das einfach nur downloaden. Hier. Und ich zeige euch jetzt das Programm, wie ihr das dann machen könnt. Ich habe, glaube ich, sogar noch nicht mal die aktuellste Version. Weil ich glaube, ich habe das noch nicht geupdatet für Inselleben. Aber es ist auch okay. Also ihr werdet das trotzdem, es würde alles funktionieren. Und dann drückt ihr auf Mein Custom Content. Und dann kommt ihr halt in euren Custom Content Ordner. Und dann könnt ihr das halt so machen, dass ihr dann halt zum Beispiel unter Accessoires geht. Und dann könnt ihr euch alles einmal genau angucken, wie das aussieht, ob ihr das so noch haben möchtet.
Achtung, bei Alpha Sisi her sieht das manchmal ganz schön doof aus. Ich zeige euch das einmal. Dann müsst ihr euch nicht wundern, okay? Ich möchte Haare. Und dann hier von Lea Lilith zum Beispiel. Da sieht das dann so aus. Aber das ist ganz normal. Also es sieht im Spiel trotzdem schön aus. Es sieht jetzt hier vielleicht ein bisschen komisch aus, aber macht euch darum keine Gedanken. Okay, wird im Spiel trotzdem gut aussehen. Jedenfalls könnt ihr dann das einfach nehmen und dann würdet ihr einfach auf Löschen drücken und dann würde das auch rausgelöscht werden. Oder wenn das halt dann das Programm, wenn du vor allem viel CC hast, dann hängt sich das auch öfter mal auf. Dann könnt ihr auch einfach sagen, okay, ich weiß jetzt hier, ich möchte zum Beispiel diese Haare nicht mehr haben. Da geht ihr einfach in den Ordner und sucht nach der Datei, wie sie hier heißt, und löscht sie dann so. Ja, das war erstmal, denke ich, alles, was ich dazu sagen kann. Mehr gibt es, glaube ich, nicht. Also ich denke, das ist halt so das Einfachste, wie ihr das löschen könnt. Die erste Variante bevorzuge ich immer sehr, weil ich mir halt nochmal genau alles im Spiel angucken kann. Und vor allem kann man halt nochmal gucken, hier finde das mal auf Google, falls es einfach irgendwie nur ein Update oder sowas gab. Oder ob euch vielleicht einfach nur ein Mesh fehlt. Das ist nämlich auch ganz oft so, dass man einfach vergessen hat, den Mesh runterzuladen. Das ist auch voll fein. Aber dann könnt ihr einfach danach suchen und findet ihr den Originalpost wahrscheinlich wieder. Und dann könnt ihr einfach gucken, ob da vielleicht steht hier, ihr braucht den Mesh oder irgendwas anderes oder ihr braucht ein bestimmtes Pack oder was auch immer. Auf jeden Fall hoffe ich euch, dass dieses Tutorial euch geholfen hat. Also mir haben solche Videos geholfen, aber irgendwie auf Deutsch habe ich das noch nicht so gesehen, dass es das gibt. Deswegen weiß ich nicht. Hoffe ich einfach, dass ich euch helfen kann damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!